lasse ich da erstmal stehen. Buffering Stream, ja, ist okay. Funktioniert auch. Wunderfein. Gucken wir uns hier mal um. Ein paar Holzbohlen, die den Steg gebildet haben, lehnen an der Wand. Mir fällt nichts Vernünftiges ein, was ich mit diesen Bohlen anfangen könnte. Oh, klasse, noch mehr Leichen. Obwohl die Gendarmen hier wohl keine Verdächtigen festnehmen werden. Es sei denn, sie hätten eine Zeitmaschine. Dieser Typ muss schon seit Jahrhunderten hier liegen. Sieht ein bisschen so aus. Nein, danke, ich trage schon genug Plunder mit mir rum. Ach komm, eine Leiche mehr oder weniger. Endlich mal ein vertrautes Gesicht. Kein Zweifel, das ist das gleiche Götzenbild, das ich in Syrien gesehen habe. Baphomet. Die Templer sind also mit Sicherheit hier gewesen. Würde ich auch behaupten. In der Mitte des Bodens ist ein merkwürdiges Mosaik eingelassen, ganz verwirbelt und verzerrt. Aus der Nähe ergibt das Muster keinen Sinn. Es fächert sich um eine Achse herum auf, mit einer Art Schwerpunkt zu einer Seite. Haben wir denn da? Es ist kaum zu glauben, dass das derselbe Kelch ist. Das Licht spiegelt sich jetzt richtig in seiner perfekt polierten Oberfläche. Man könnte ja. Und da ist es, entschlüsselt durch die Biegung des Kelches. Das Bild einer Kirche. Ich habe herausgefunden, wozu der Kelch war. Du hast das Rätsel gelöst? Ja, es gab ein verzerrtes Bild auf dem Gelände von Baphomet. Als ich es in der polierten Oberfläche des Kelches betrachtete, veränderte es sich. Was war zu sehen? Ein Bild von einer Kirche mit eckigem Turm. Gibt's bestimmt nur eine. Habe ich dir das Papiertaschentuch schon gezeigt? Ja, George, ich habe dich doch gebeten, es wegzuwerfen. Schau dir den Kelch jetzt mal an, Nico. Was ist passiert? Er glänzt ja richtig. Ein Priester in Montfaucon hat ihn für mich poliert. Das ist unglaublich. Ja, sieht aus wie neu. Nein, dass du herausgefunden hast, wozu Priester zu gebrauchen sind, das ist unglaublich. Kann ich mich hier noch? Ich meine, das ist ein Sofa, das muss doch bequemer gehen. Geht in die Richtung. Ich glaube, ich werde den Kelch besser der Gräfin zurückgeben. Beeil dich, George. Den Ritter haben wir auch gefunden. Habe nichts Neues zum Zeigen. Aero-Board. Ich hatte den Kelch sowieso zurückbringen wollen, aber ich hätte nie erwartet, dass mich meine Spur hierher zurückführen würde. Die Villa de Vasconcellos liegt so malerisch da wie eh und je. Das Wetter ist noch immer gut. Und Lopez springt noch immer den verdammten Rasen. Ich fange an zu glauben, dass er chirurgisch an dem Ding befestigt worden ist. Hallo Lopez, was macht die Kunst? Senor Stobart, wie schön Sie zu sehen. Geht es Ihnen gut? Prima, danke. Ist die Gräfin da? Sie wartet auf Sie. Ich bringe Sie rauf. Ist schon gut, ich kenne den Weg.
Senor Stobbart, ich glaube, ich schulde Ihnen eine Entschuldigung. Nein, tun Sie nicht. Ich war unhöflich bei unserem ersten Zusammentreffen. Hören Sie, Lopez, vergessen Sie das ganz einfach. Ich bin hier ja auch reingeschneit wie ein Zeuge Jehovas. Ich hätte mir an Ihrer Stelle auch nicht vertraut. Sie verstehen nicht. Der Fund des Kelches hat meiner Herrin ein ganz neues Leben geschenkt. Es ist ein Wunder. Sie lächelt, sie lacht. Die Kaufleute denken schon, sie sei dem Protzack verfallen. Im Bett. Also bringt uns nicht hoch. Gut. Wir kennen den Weg. Will ich auch nehmen, die Villa. Auch mit dem Mausoleum, das ist auch gut. Und mit dem Rasensprenger. Der die Hunde auf ungebetete Gäste loslässt. Und jetzt können wir in den Spiegel kotzen. Ein kleiner Spiegel hängt über dem Becken. Dem Dreck im Becken nachzuurteilen, rasiert er sich da. Leck. Nur ein kleiner Nebenraum ohne Ausgang, wenn man das Fenster nicht zählt, was ich nicht tue. Der Spiegel aus Lopes Werkzeugkammer. Stimmt, ich sehe immer noch einfach super aus. Muss ziemlich flott unterwegs gewesen sein, als die Wand plötzlich entgegenkam. Den war wieder schön. Ach so, scheiß trocken. Ach, Senior Stoppard, was für eine Freude. Bitte setzen Sie sich. Hallo, Frau Gräfin, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich bringe Ihnen den Kelch zurück. Oh, Sie haben ihn gereinigt. So ähnlich. Ja, da war dieser hilfsbereite Priester mit dem weichen Lappen. Haben Sie das Rätsel der Tempelritter gelöst? Nein, noch nicht. Ich weiß noch nicht einmal genau, was ich eigentlich suche. Es gibt viele Geschichten über Tempelritter, die große Reichtümer heimlich beiseite schaffen. Was auch immer. Alles, was ich weiß, ist, dass ich es nicht den Bösen überlassen will. Ach, noch einmal jung zu sein und in einer Welt mit absoluten Moralbegriffen zu leben. Sagt Ihnen das hier etwas? Kein Sterbenswörtchen. Okay. Ich habe etwas Erstaunliches mit Hilfe dieses Kelches entdeckt. In Paris habe ich eine Kirche gefunden, in der man das Wappen erkannte. Ich habe dort das Grab von Don Carlos de Vasconcelos gefunden. Sind Sie sicher? Kann es sich nicht um einen Irrtum handeln? Das Wappen auf dem Kelch stimmt mit dem auf dem Grab überein. Unglaublich. Ihnen gebührt mein zutiefst empfundener Dank. Ich muss so schnell wie möglich dorthin. Klar, ich wäre glücklich, Ihnen die Stadt zeigen zu dürfen. Ja, aber sonst kann nichts tun. Ich habe noch etwas entdeckt, das in den Sarkophag von Don Carlos geschnitzt war. Biblische Stellenangaben. Was für Zitatstellen, Senior Stoppard. Psalmen 32,7, Korinther... Ich bin nicht bewandert genug in der Bibel, um Kapitel und Vers auswendig zuordnen zu können. Was ich meinte war, wie lauten die Zitate? Das habe ich doch glatt zu fragen vergessen. Echt jetzt? Ich schaue mich mal um, wenn ich darf. Mein Haus ist auch Ihr Haus. Ich werde hierbleiben. Ein großes Fenster mit Fensterläden. Ich glaube bald, ich hätte den euren Priester fragen müssen, was es heißt. Ich weiß, wozu das dann hier führt. Von dem Fenster aus kann ich eine Art Balkon entdecken. Er sieht nicht so aus, als würde er häufig benutzt. Da würde ich nur rumhängen. Ein Bücherregal sieht irgendwie sehr formell aus. Sieht sehr klein aus. Die Titel sagen mir nichts, außer einer uralten Ausgabe von Don Quixote. Eine alte Standuhr lehnt sich an die Wand. Ich bezweifle, dass die Tempelritter irgendwas da drin versteckt haben. Wäre aber ein Klassiker. Und was bitte mache ich mit einem Stapel Holzscheite? Osterfeuer. Neben dem Kamin ist Feuerholz aufgestapelt. Der Kamin war vorbereitet und fertig. Er wartete nur darauf, dass die Jahreszeit kühler wurde. Es ist entschieden zu warm, um ein Feuer anzuzünden. Ist ja gut.
Über dem Kamin hängt ein Eberkopf, der nicht sehr fröhlich dreinschaut. Es ist ja auch schwer, fröhlich auszusehen, wenn man einen Kamin als Brustkasten trägt. Was bitte soll ich mit einem Schweinekopf anfangen? Och, na ja. Militärhardware, Marke Mittelalter. Ich will hier ein Rätsel auflösen und keine Turniere abhalten. Ja, ich muss mich doch umgucken. Mit der Ruhe. Durch das Fenster kann ich den Garten und den Rasen sehen. Einschließlich Lopez, der das verdammte Ding noch immer sprengt. Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? Die Gräfin hat also das Gefühl, dass der Fluch von ihrer Familie genommen wurde. So direkt würde ich das nicht sagen. Ihre Entdeckung des Kelches ist der Beweis, dass die Tempelritter die De Vasconcellos nie im Stich gelassen haben. Das bedeutet meiner Herrin sehr viel. Kennen Sie die Geschichte von dem verschwundenen Kelch? Man ging allgemein davon aus, dass die Häscher der Inquisition ihn gestohlen haben, als sie in Abwesenheit von Don Carlos in dessen Haus eindrangen. Natürlich haben die alles geleugnet, genau wie sie leugneten, die Kinder verschleppt zu haben. Und ebenso natürlich glaubte ihnen niemand. Aber Sie haben doch die Wahrheit gesagt. Der Kelch war gut vor Ihnen versteckt worden. Und Sie glauben nicht, dass Sie auch in Bezug auf die Kinder die Wahrheit gesagt haben? Madre Dios, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Aber was ist dann mit Ihnen passiert? Ich weiß es nicht. Wenn die Inquisition Sie nicht mitgenommen hat, wer dann? Sie müssen mit meiner Herrin darüber sprechen. Verlassen Sie sich drauf. Und wieder zurück. Bis später, Lopez. Adios, Senor Stobart. Die Knoten Spiegel zeigen sollen? Ja, zeigen sollen? Nee. Erzählen wir mal nicht. Hallo nochmal, darf ich mich setzen? Bitte bedienen Sie sich. Da ist auch immer noch das Rätsel um die fehlende Schachfigur. Ich glaube nicht, dass sie jemals wiedergefunden wird, solange nicht das Schicksal der Kinder aufgeklärt wird. Man hatte die Inquisition in Verdacht, den Kelch und die Kinder mitgenommen zu haben, stimmt's? Wir wissen jetzt, dass sie das erste dieser Verbrechen nicht begangen hat. Was wäre, wenn... sie die Kinder auch nicht verschleppt hätte? Was ist dann mit ihnen passiert? Die Inquisition hat zugegeben, Don Carlos Diener getötet zu haben. Diesem Diener war befohlen worden, die Kinder unter allen Umständen zu retten, richtig? Das ist korrekt. Ich vermute, er hat sie und den Kelch versteckt, als er vom Besuch der Inquisition Wind bekam. Nachdem er tot war und die Trauer Don Carlos in den Wahnsinn getrieben hatte, war niemand mehr übrig, der das Geheimnis kannte. Sie wissen natürlich, was das bedeutet, nicht wahr? Ich fürchte ja. Die Kinder sind immer noch hier, irgendwo. Wenn das so ist, dann wundert es mich gar nicht mehr, dass die Familie der De Vasconcellos verflucht ist. Ich schaue mich noch ein wenig um. In Ordnung. Okay, ich glaube, dann fehlen uns trotzdem noch die Bibelzitate. Kriegen wir noch. Noch mal kurz Lopez. Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor.
Wie kann ich Ihnen helfen? Ach, hier, dein Spiegel. Ich habe mir Ihren Spiegel ausgeborgt. Das stört Sie doch hoffentlich nicht. Nein, Senor. Wenn Sie glauben, dass er Ihnen helfen kann. Ja. Nicht jetzt. Doch. Bis später, Lopez. Adios, Senor Stobart. Komm. Die Auffahrt runter zur Hauptstraße. Ich möchte aber jetzt noch nicht gehen. Okay, dann... So. Da ist der Bebel, hoffe ich. Glaube ich. War das einer? Rinder. So fährt offen ist. Oh yes. Bibel. Die Schachfiguren sind weggelegt und die Bibel wieder auf ihren Ruheplatz gelegt worden. Ja. Die Kerzen sind angezündet. Wohl die Art der Gräfin, ihren Vorfahren zu danken. Die Schachfiguren sind weggelegt und die Kerzen... Ja. Per. Die spanische Bibel, die ich mir im Mausoleum ausgeborgt habe. Lassen wir noch mal jemanden darüber gucken, der Spanisch kann. Guten Tag mal wieder. Hier ist die Bibel aus dem Mausoleum. In Ordnung. Fangen wir an. Die erste Bibelstelle. Psalmen 32, 7. Du bist mein Versteck. Du rettest mich vor Ärger. Mein Versteck. Schrauben Sie Ihre Hoffnungen nicht so hoch. Das kann uns ebenso gut nur zu dem Versteck führen, wo wir den Kelch gefunden haben. Sie haben natürlich recht. Das nächste Zitat. Okay, Johannes 4, 11. Johannes 4, 11, hier. Der Brunnen ist tief. Das nächste, schnell. Okay, okay, Korinther 4, 5. Hier ist es. Wird bringen ans Licht die verborgenen Dinge. Noch welche? Nur noch eins. Nochmal Psalmen 22, 21. Errette mich vor dem Maul des Löwen, denn du hast mich erhört unter den Hörnern der Einhörner. Das letzte ist verwirrend. Löwen, Einhörner? Was bedeutet das? Ich kann es nicht mal raten. Die Kernpunkte scheinen aber das Versteck und der tiefe Brunnen zu sein. Aber ein Mausoleum ist in keinem Sinn des Wortes ein Brunnen, Senor Stobart. Gibt es denn einen Brunnen auf dem Anwesen? Ich weiß es nicht. Ich schätze, es muss mal einen gegeben haben. In früheren Zeiten.
Lopez ist der Mann, der sich mit allem auskennt, was mit dem Haus zu tun hat. Den müssen Sie danach fragen. Ich schaue mich mal um, wenn ich darf. Mein Haus ist auch Ihr Haus. Ich werde hier bleiben. Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? Brunnen. Sie müssen doch eigentlich alles über dieses Anwesen wissen, was es zu wissen gibt. Sie, ich habe mein ganzes Leben hier im Dienste der De Vasconcellos verbracht. Wissen Sie etwas von einem Brunnen hier? Ein Brunnen? Sie, Senor, das hier war mal eine befestigte Villa. Und wie soll man eine Belagerung ohne Wasser durchhalten? Großartig, wo ist er? Woher soll ich das wissen? Der Brunnen wurde im vorigen Jahrhundert verschlossen. Er war gefährlich. Und Sie haben keine Ahnung, wo er war? Keine. Er wurde sogar noch vor der Zeit meines Großvaters versiegelt. Aber Sie müssen doch eine vage Ahnung haben, wo er war. Er muss im Innenhof des alten Hauses gewesen sein. Das wäre etwa hier. Hier? Okay, wie können wir ihn finden? Es könnte einen Weg geben. Lassen Sie mich nachdenken. Ah, das ist schön. Schon irgendwelche Ideen? Noch nicht so direkt, Senor Stobart. Ich muss noch etwas mehr darüber nachdenken. Okay. Bis später, Lopez. Adios, Senor Stobart. Dann denk du nach. Und wir gehen nochmal hoch. Kilometergeld. Echt angebracht. Hallo nochmal, darf ich mich setzen? Bitte bedienen Sie sich. Ich schaue mich noch ein wenig um. In Ordnung. Könnte sein, dass... Will ja nicht spoilern. Lauf nicht so weit. Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Aha. Schon irgendwelche Ideen? Noch nicht so direkt, Senor Stobart. Ich muss noch etwas mehr darüber nachdenken. Wissen Sie, was das ist? Sie. Ich habe ein ähnliches Werkzeug, um die Installationsschächte auf dem Anwesen zu öffnen. Schon irgendwelche Ideen? Noch nicht so direkt. Bis später, Lopez. Okay. Adios, Senor Stobart. Dann laufen wir einfach rum. Weiß nicht mehr genau, wie es war, ob jetzt Zeit vergehen muss. Unter dem Anwesen kann ich das Meer sehen, das sich in die Ferne erstreckt. Es ist ein wunderbarer Anblick und sieht fast so aus wie die Szene in der Handschriftenrolle. Ich würde gerne schwimmen gehen, aber ich habe keine Zeit. Ach so.
Ich komme da oben nicht dran. Von der Decke hängt eine große, vergilbte Kerze. Sie sieht sehr alt aus und ist nie angezündet worden. Ich könnte da nie hochklettern, ohne irgendwas kaputt zu machen. Nimm den Stock. Tja, und jetzt nimm diesen Lappen. Jetzt. Fackel eine alte, bestimmt wertvolle Kerze. Die Kerze hat besonders hell gebrannt, aber nur wenige Minuten. Irgendeine besondere Mischung, vermute ich. Das hier ist dabei herausgekommen. Eine komplexe Form, von Expertenhand aus Stein geschnitten. Ich halte es für eine Art Schlüssel. Ja gut, dann haben wir jetzt einen Schlüssel. Hier noch ein Schloss. War der jetzt eine Idee? Der gute Lopez. Okay. Weiter. Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? Brunnen. Schon irgendwelche Ideen? Wir suchen nach einer Wasserstelle, Sie? Jo. Richtig. Seit vielen Generationen kennt die spanische Landbevölkerung einen geheimen Weg, Wasser aufzuspüren. Selbst wenn es mehrere Meter unter dem Boden liegt. Oh, Sie reden nicht zufällig von Wünschelroutengängern? Bitte? Sie wissen schon, Sie nehmen sich ein Stöckchen, rennen damit rum, bis es zuckt und da buddeln Sie dann. Ah, Sie haben schon davon gehört. Der größte Teil der Weltbevölkerung auch. Okay, suchen wir uns einen Stock. Uno momento. Es muss eine spezielle Route sein, ein Y von einem Haselnussstrauch. In Ordnung, haben Sie hier irgendwo Haselnüsse? Sie, hier. Das sind Haselnüsse. Toll. Dieser Lappen ist verkohlt. Da hören Sie von mir keinen Widerspruch, Senor Stobart. Wissen Sie, was das hier ist? Nein, Senor. Ist das eine Art Schlüssel? Ja, ich glaube, so etwas Ähnliches. Woher haben Sie ihn? Er war in der großen Kerze im Mausoleum versteckt. Und Sie haben sie abgebrannt? Ich habe mich schon gefragt, was das für Licht war, das ich durch das Fenster gesehen habe. Meine Herrin wird wütend sein. Diese Kerze war Jahrhunderte alt. Ach was. Aha. Bis später, Lopez. Adios, Senor Stobart. Das juckt einen erfahrenen Adventurer nicht. Da werden noch altertümliche Kerzen abgefackelt. Was ist das denn wohl für ein Strauch? Das sieht sehr nach einem Haselnussstrauch aus. Nee. Ich gehe rüber, um einen brauchbaren Zweig zu finden. Aha. Das sieht doch gut aus. Eine dünne, biegsame Haselgerte. Oh, okay. Los, ich hab da was.
nicht so weit. Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Klar. Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? Such Wasser. So, jetzt habe ich meine Wünschelrute. Und nun? Ganz simpel, Senor. Halten Sie die Rute an den oberen Enden des Y fest. Üben Sie ein wenig Druck aus dem Handgelenk aus, sodass die geringste Bewegung der Rutenspitze deutlich wird. Und gehen Sie langsam und gleichmäßig über das Grundstück. Das klingt wirklich leicht. Wir werden den Brunnen im Nullkomma nichts gefunden haben. Mhm. Klar. Ganz bestimmt. Oh, sieht aus, als würde das richtig schnell gehen. Er wirft noch Löcher in seinen Schlauch. Senor Stobart, Sie haben etwas gefunden. Das hier ist es. Hier finden wir den Schatz der Templer. Mhm. Seit Hunderten von Jahren hier verborgen. Ja. Den Blicken der Welt entzogen, bis heute. Bis heute. Das Geheimnis ist enthüllt. Es ist eine Blechdose. Ich bin hier mit dem Zweig in der Hand rauf und runter gelaufen, um eine Blechdose zu finden? Da steht noch Wasser drin. Das muss die Wünschelrute entdeckt haben. Ich müsste mal einen Archäologen fragen, aber ich glaube nicht, dass die Tempelritter diese Dose hinterlassen haben. Obwohl, Senor Stobart, dieser Rasen vor sehr, sehr langer Zeit angelegt worden ist. Diese Dose könnte sogar noch aus dem Napoleonischen Krieg stammen. Schmeißen Sie sie weg und ich versuch's nochmal. Lopez wirft die Dose weg. Sie scheint sehr, sehr tief zu fallen. Das Platschen am Ende des Falls bestätigt, was wir beide schon vermutet hatten. Da mägt mir doch einer ein Hühnchen. Es war die ganze Zeit hier. All die Jahre und niemand hat es gefunden. Wir stehen einen Moment in ehrfürchtigem Staunen und bewundern all die Geheimnisse um uns herum. Ich hätte da runterfallen können. Die Quelle ist seit Jahrzehnten verschwunden. Die Luft ist kühl nach der Hitze der Mittagssonne. Aber das ist nicht der Grund für die Gänsehaut auf meinen Armen. Ich habe ein wirklich, wirklich schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Ach, geht schon. Irgendwann in grauer Vorzeit hatte es hier einen Felsrutsch gegeben. Riesige Steine. Ich hätte jetzt gerne einen Schutzhelm. Um den ganzen Kram hier zu bewegen, brauche ich Werkzeug. Schweres Material, das einfach nicht zur Verfügung steht. Ich denke daran, wie lange die Dose gebraucht hat, bis sie unten aufschlug. Und halte mich hübsch so weit weg von der Kante, wie es geht. Klingt vernünftig. Es ist ein weiter Weg nach unten. Die gleißende Mittagssonne scheint fast senkrecht in den Schacht hinunter und ich kann trotzdem das Wasser noch nicht sehen. Ich habe meinen Hals schon einmal riskiert mit einem todesmutigen Sprung in Syrien. Ich will mein Glück ja nicht überstrapazieren. Glück überstrapazieren, todesmutig. Ein großer steinerner Löwenkopf mit einem aufgerissenen Maul voller Reißzähne. Soweit ich das beurteilen konnte, hat seit Jahrhunderten keiner mehr einen Blick darauf geworfen, während es in den kühlen Schatten wartete. Die Worte des Psalms gingen mir nicht mehr aus dem Kopf. Errette mich vor dem Maul des Löwen. Aus der Entfernung ist der Löwenkopf recht beeindruckend. Von nahem ist er furchterregend. Hey, einer der Reißzähne ist lose. Oh, Hand
Ich höre, wie sich eine Menge Stein bewegt. Und ich weiß, dass ich in Gefahr bin. Senor Stobart! Senor Stobart! Sind Sie in Ordnung? Ja, ja. Senor Stobart! Alles gut. Aus der Entfernung ist der Löwenkopf recht beeindruckend. Von nahem ist er furchterregend. Hey, eine der Reißzähne ist lose. Ich höre, wie sich eine Menge Stein bewegt. Und ich weiß, dass ich in Gefahr bin. Sehr komisch, ihr Gestörten. Senor Stobart, Senor Stobart. Sind Sie in Ordnung? Es ist okay, Lopez, mir geht's gut. Jesus, du mir als Dada. Sie haben mich erschreckt. Netter Versuch, Templer. Dunkelheit. Tief im Schatten kann man kaum etwas erkennen. Ich wünschte mir, ich hätte Learys Taschenlampe dabei. Fühlt sich an wie eine raue Steinmauer. Ich wurde fast umgebracht und das nur für eine falsche Fährte. Möglich. Aber da war irgendwas mit Erleuchtung. Da, in der Mitte der Türe kann ich eine Art Dose sehen. Scheint wohl doch nicht die Sackgasse zu sein, nach der es aussah. Sagt er das auch, wenn man nicht im Dunkeln rumgetappt hat? Sesam, öffne dich. Noch eine Geheimtür. Geil. Bevor ich gehe, muss ich noch etwas erledigen. Ja, klar, alles erzählen. Etwas erledigen. Das Ersatzfigürchen brauchen Sie nicht mehr, Gräfin. Ich habe es bei den Kindern gefunden. Sie möchten jetzt wahrscheinlich eine Weile allein sein. Ich bin draußen im Garten bei Lopez. Das ist aber nicht Lopez. George, willkommen! Komm rein, George. Schön, dich wiederzusehen. Ehrlich? Und wie? Was haben Sie in Spanien gefunden? Ohne André wären wir nicht so weit gekommen, George. Mhm. Ja, ich weiß. Und leider. Wir mögen ihn trotzdem nicht. Die Spur führt zu einer unterirdischen Kammer am Grunde eines Brunnens. Die Templer haben einen Wandbehang mit einem Schachbrettmuster hinterlassen. Die weißen Figuren waren zahlenmäßig weit unterlegen. Es gab einen Fluss, der über das Brett floss, und einen Tempelritter auf einem Pferd. Sagt Ihnen das etwas, André? Nein, nichts. Vielleicht sollten wir André erzählen, was wir noch gefunden haben, George. Es gibt eine Landkarte und eine lateinische Inschrift. Nach Westen, am Ende der Welt. George fand das in Syrien, in einer Höhle. Ja, wo mich der Killer beinahe tötete. Dann ist da noch die Verbrennung von Jacques de Molay und das Datum 1314. Aus dem Fenster der Kirche in Montfaucon. Einer der wenigen Plätze, an denen niemand versucht hat, mich zu töten. Dann haben wir das Abbild einer Kirche, das George bei der Ausgrabung gefunden hat.
Ich kann mich auch nicht erinnern, dass dich dort jemand töten wollte, George. Und schließlich haben wir den Wandbehang in Spanien. Habe ich erwähnt, dass ich dort fast getötet worden wäre? Noch nicht, aber sie tut's bestimmt gleich. Schnauze. Nur meine katzenartigen Reflexe haben mich vor einem sicheren Tod bewahrt. Katzenartige Reflexe, wie? Und wo waren Sie, André, während ich Kopf und Kragen riskierte? Hat sich Ihre Brille über der etruskischen Vase beschlagen? Jetzt reicht's, Männer. Können wir zur Errettung der Welt zurückkommen? Natürlich, ich bitte um Entschuldigung. Er hat damit angefangen. Nun, der lateinische Satz sind Worte des Julius Cäsar. Er beschrieb die britische Insel. Sind Sie sicher? Die Landkarte sah nicht nach Großbritannien aus. Wie kommt es, dass Cäsar Großbritannien am Ende der Welt gesehen hat? Für die Römer war das Mittelmeer das Zentrum des Universums. Großbritannien war ein entfernter, unfreundlicher Ort, den blau bemalte Wilde bewohnten. Hat sich nicht sehr verändert. Sie malen sich nicht mehr blau an. Außer wenn Sie zum Fußball gehen. Sie benutzten einen Extrakt einer Pflanze namens Weid, Indigo Isatis Tinctoria. Die Schotten benutzten es bis vor kurzem in ihren Kriegen gegen die Engländer. Bis vor kurzem? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Schotten mit den Engländern Krieg hatten. Welches bis vor kurzem meinen Sie? Ich glaube, die Männer von William Wallace benutzten es im 13. Jahrhundert. Sie könnten es benutzt haben bis ins Jahr... Es fällt Ihnen nicht ein, oder? 1314. Oh, da sind wir wieder beim Thema. André, was heißt das? Was meinen Sie? 1314 in Schottland. Die Schlacht von Bannockburn. Das wäre eine Erklärung für den Fluss auf dem Schachbrett. Das bezeichnet doch die Endung Burn, stimmt's, André? Wie in Bannockburn. Richtig, George, und es kommt noch besser. Die Geschichte besagt, dass die Schotten von einem Stoßtrupp Hilfe bekamen. Raten Sie von welchem? Templer? Ja, eine Gruppe geächteter Templer. Sie sollen das Blatt für die Schotten gewendet haben. Und alles endet in einer Kirche. Auf der britischen Insel, in Bannockburn, in einer Kirche. Worauf warten wir? Ich rufe ein Taxi. Jo, ab geht's. Du rufst gar nichts. Ich kann nicht mitkommen. Hat auch keiner gesagt. André, Sie waren eine große Hilfe, aber... George versucht Ihnen zu sagen, Sie sollen sich nicht schuldig fühlen. Was habe ich? Wir verstehen, Sie haben Verpflichtungen. Wir müssen uns beeilen. Vergiss das Taxi, George. Wir ziehen das durch und machen Sie sich um uns keine Sorgen. Oha. Es muss fast Sonnenaufgang sein. Ich schätze ja, und wir müssen fast da sein. Irgendwo da draußen im Dunkeln liegt Schottland. Wir haben einen weiten Weg zurückgelegt, um bis hierhin zu kommen. Ja, hoffentlich war es das wert. Ja, war es. Wir sind ja schon fast am Ende. Fällt mir ganz auf. Ich habe immer noch die Clownsnase. Das sehe ich. Solltest du langsam mal wegwerfen. Es gibt noch etwas, das ich dir sagen will, Nico. Ist das der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt dafür, George? Vielleicht bekommen wir keine weitere Chance mehr dazu. Ich will diese Gelegenheit nicht verpassen. Du brauchst mir nichts zu sagen. Ich möchte jetzt nirgendwo sonst in der Welt sein als hier bei dir. So, Mann. Will ich quatschen? Mit anderen Fahrgästen reden. Du bist erschöpft. Warum versuchst du nicht ein bisschen zu schlafen? Schlafen? Um diese Tageszeit? Aufgeregt, wie? Möchten Sie etwas, um besser schlafen zu können, Liebes? Ich habe ein paar Tabletten in meiner Handtasche. Oh, nein, vielen Dank. Danke trotzdem, Madam. Klar, Schlaftabletten von alten, muskeligen Frauen. Nein. Sie war so schön wie immer, aber die Schatten unter ihren Augen verraten die Anspannung der letzten paar Tage. Die alte Dame erinnert mich an meine Großmutter. Natürlich mit dem Unterschied, dass diese alte Lady noch am Leben ist. Eine knallrote Plastiknase, Teil von einem Clownkostüm. Ja.
Verzeihen Sie. Ja, mein Lieber? Wissen Sie, wann wir in Stirling ankommen sollen? Um 17:45. Aber wir haben schon 8 Minuten Verspätung. Würden Sie mir glauben, dass diese Clownsnase uns heute Abend hier in diesen Zug geführt hat? Ja, das würde ich glauben. Nein, ehrlich, Sie glauben mir das? Na sicher, Sie haben doch ein ehrliches Gesicht. Das haben wir. Kennen Sie sich in Stirling gut aus? Ja, zufällig schon. Wollt ihr beiden Turteltauben dahin? Ja, wir... Wir haben uns vorgenommen, es uns in diesem Urlaub mal anzusehen. Vergesst nicht, das Schloss zu besichtigen, ja? Ich bin sicher, es ist ganz hübsch da, aber wir stehen nicht so sehr auf Geschichte, nicht wahr, George? Nein. Ich vermute, Espresso-Bars und Boogie-Woogie sind mehr euer Stil, was, Kinder? Das stimmt. Es gibt nichts, was George mehr Spaß macht als ein guter Boogie. Gibt es in Stirling eine Kirche namens St. Ninians? Oh ja. Und ich weiß genau, warum ihr dahin wollt. Ach, wirklich? Natürlich. Es ist doch offensichtlich, dass ihr beiden verliebt seid. Ihr seid weggelaufen. Ach, und da sagt man, es gäbe keine Romantik mehr. Und deswegen läuft man zu einer Kirche weg. Was für ein Buch lesen Sie da gerade? Ach, das habe ich mir am Bahnhof geholt. Eine mittelalterliche Detektivgeschichte. Für so ein Romänchen sehr gut geschrieben. Wird schon ein paar Jahre nicht mehr gedruckt. Wie heißt das Buch? Der Fall des verschlagenen Kreuzritters von Molly Pegram. Ich hatte angenommen, der Autor sei eine Frau, aber offenbar stimmt das nicht. Sein richtiger Name ist... Professor Nigel Pegram. Das stimmt. Kennen Sie ihn? Nein, ich habe ihn noch nie kennengelernt. Aber George ist trotzdem ein großer Fan von ihm. Kann man so sagen. Wohin gehst du, George? Muss ich dir das wirklich sagen? Sei doch nicht gleich so schnippisch. Wenn du ein Leck abdichten musst, dann sag mir das doch einfach. Okay, ich gehe gerade mal ein Leck abdichten. Oder auch nicht. L-E-C-K. Die Fahrkarten bitte. Oh, hallo. Das ist eine Rückfahrkarte zum vollen Normalpreis. Haben Sie keinen Seniorenpass? Ich benutze nur sehr selten die Eisenbahn. Meine Fahrkarte ist doch auch so gültig, oder? Tja, das schon. Aber Sie hätten bis zu einem Drittel des Preises sparen können. Ich brauche mich Gottlob nicht um derart kleinliche Petitessen wie Preise zu kümmern. Sie sind schon ein kauziger alter Vogel, Lady. Das steht man fest. Bitte die Fahrkarten, Sir. Hier. Unterwegs nach Stirling, wie? Ja, stimmt. Naja, ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht. Ach was. Ist um diese Jahreszeit ein lausiger Ort. Obwohl, es gibt noch jede Menge Pubs und einen bezaubernden Ausblick vom Schloss aus. Vielen Dank. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber irgendwas an diesem Typ kommt mir sehr bekannt vor. Bist du sicher? Du bist müde, vielleicht irrst du dich ja. Kann sein, aber mir gefiel der Blick in seinen Augen nicht, als er mit dir gesprochen hat. Hinterher. Kannst du nicht mal still sitzen, George? Das Leck. Ich muss mal zur Toilette. Kannst du unterwegs mal in den Speisewagen gucken, George? So unvorstellbar das sein mag, aber ich bin hungrig genug, um englisches Essen zu mir zu nehmen. Okay. Die Tür zum Gepäckwagen.
Die Tür ist abgeschlossen. Das Gesicht des Mannes ist schmutzig und unrasiert. Es sieht aus, als sei er die ganze Nacht unterwegs gewesen. Rot geränderte Augen starren über seine gebrochene Nase weg wie bei einem Fisch. Alles, was ich von dem Gesicht des Mannes erkennen kann, ist ein ausgeprägtes violettblaues Auge. Es bildet einen merkwürdigen Kontrast zu seinem flammend roten Haar, das ihm in steifen kleinen Büscheln vom Kopf absteht. Ich will ihn nicht aufwecken. Um ehrlich zu sein, ich glaube, dass ich ihn sogar mit einem Feuerwehrschlauch gar nicht aufwecken könnte. Hi, kleine Party? Nö, das ist Frühstück. Komm, lang zu, Mann. Hey, Becher, wach auf, Mann. Wir haben Besuch. Sein Atem erinnert mich an den Abluftkanal einer Chemiefabrik. Entschuldige, mein Kumpel. Macht nur ein Nickerchen. Schläft wie ein Säugling. Ich weck ihn, wenn wir nach Newcastle kommen. Wir sind schon vor einer halben Stunde durch Newcastle gefahren. Hab mich gar nicht gemerkt. Möchtest du eine rote Nase? Nee, danke, Jungchen. Hab ich schon. Was sauft ihr da eigentlich für einen Fusel? Stinkt eher wie Flugzeugsprit. Jau. Und gibt Haare auf der Brust wie Jeck. Wohl auch auf den Augäpfeln, so wie du aussiehst. Bis später. Lass das Fenster zu, Kumpel. Warum? Es ist saukalt da draußen. Zum Schlafabteil. Die Tür ist abgeschlossen. Die Tür zum Schlafabteil. Die Tür ist abgeschlossen. Die Tür zum Schlafabteil. Oh nein, dieser Gangster aus dem Hotel, Guido. Naja, mir kann er keine Angst machen. Hey, Maka, das hier ist ein Nichtraucherwaggon. Okay, vielleicht kann er mir doch ein bisschen Angst machen. Es wird immer schlimmer. Plötzlich ist mir nämlich eingefallen, an wen mich der Schaffner die ganze Zeit erinnert. Eklund, Marquis Mörder. Guido sieht aus wie ein Wiesel in einem billigen Anzug. Er sieht außerdem aus wie ein Mann, dem ein kleiner Mord nicht den Schlaf rauben konnte. Guido sieht immer noch ziemlich bedrohlich aus. Macht nix. Mit diesem Typ will ich mich wirklich nicht unbedingt anlegen. Gerne. Darf ich. Ich hätte es besser wissen müssen und Nico und die alte Dame nicht allein lassen sollen.
Plötzlich hat das Schwert von Baphomet an Bedeutung verloren. Es ist mir viel wichtiger, das Mädchen zu finden, das ich liebe. Und Ego. Das hilft jetzt nicht, oder? Eine knallrote Plastiknadel. Lass es in Ruhe, Mann. Mann. Lass quatschen. Hey, Kumpel. Hör mal, ich brauche deine Hilfe. Was denn los? Da ist ein Typ im Zug, der mich umbringen will. Ganz ruhig, Mann. Der versucht schon nichts, solange du bei mir und Becher bist. Wir sind Veteranen, waren im Breitling Sea dabei. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die britische Armee an einem Konflikt an einem Ort namens Breitling Sea beteiligt war. Vertrau mir, Macker. Du bist in Sicherheit. Das bedarf einer kurzen Google-Recherche. Habt ihr gesehen, was mit der jungen Frau im Nachbarabteil passiert ist? Nein, Kumpel, kein Stück. Ist sie dir irgendwie verloren gegangen? Sie ist einfach verschwunden. Die alte Dame auch. Ich glaube, sie sind in Schwierigkeiten. Was ist, Mann? Eine alte Dame auch? Jo, ihr müsst mir helfen. Vielleicht sind sie nur auf Klo oder so. Das glaube ich nicht. Die gehen nie alleine. Immer zu zweit, weißt du? Nein, sie ist entführt worden, da bin ich ganz sicher. Ich muss sie suchen gehen. Worauf wartest du dann, Kumpel? Der Schaffner, er ist nicht das, was er vorgibt. Willst du ihm aus dem Weg gehen? Schätze schon, ja. Überhaupt kein Problem. Gut, machen wir das ja. Bis später. Komm, durch die Mitte, das Fenster in der Mitte. Tu es nicht, Junge. Spring nicht. Ich hab nicht vor zu springen. Ich klettere auf das Zugdach. Du machst auch Witze, oder? Nein. Dann schau mal gut hin. Warte, Freundchen, ich helf dir. Ups. Spannung von den Hochleitungen zum Zug leitet. Ich kann die Hochspannung fast riechen. Das ist der Abnehmer, der die Spannung von den Hochleitungen zum Zug leitet. Ich kann die Hochspannung fast riechen.
Ich habe mir schon immer gewünscht, mal einen Zug anzuhalten. Und das hier ist meine Chance. Sie haben uns das Leben gerettet. Warum? Wir waren von Anfang an auf derselben Seite, Stobbart. Unterschiedliche Gründe, aber den gleichen Feind. Die Tempelritter? Nennen Sie dieses Pack nicht so. Die echten Templer waren ein nobler Gegner. Diese Barbaren haben kein Anrecht auf den Namen. Diese Männer sind nicht besser als wilde Hunde. Hinter was sind diese Neotempler her? Was ist das Schwert von Baphomet? Nicht, was Sie glauben, mein Freund. Ja, es ist schon eine Waffe, aber eine, mit der unsere Feinde ihre liebe Not haben werden. Ein zweischneidiges Schwert. Eine Macht, die älter ist als Demolé, älter als Salomon. Wir werden sie aufhalten, Sie und ich zusammen. Und Nico. Nein, George. Meine Reise endet bald. An der Pforte des Paradiesgartens. Sie sprechen in Rätseln. Können Sie mir nicht einfach sagen, was Sie suchen? Das Schwert symbolisiert eine gewaltige Energie, die durch eine Ausrichtung der natürlichen Kraftfelder der Erde verursacht wird. Und die ihren Brennpunkt in St. Ninians hat. Diese Energie gab den Tempelrittern die Macht, die sie groß gemacht hat. Eine Macht, die sie so charismatisch werden ließ, dass sie den Willen aller Menschen um sie herum kontrollieren konnten. Ich glaube nicht, dass es der letzte Wunsch des sterbenden Khan war, sich den Inhalt meiner Taschen anzusehen. Wieder verkrümelt, ne? Der Nutzer im Chat. Ja. Okay, so ganz up to date ist das hier wohl alles nicht. Wie sind Sie vom Bull's Head entkommen? Es ist ein weiter Fußmarsch von der Klippe des Bull's Head zum Dorf, Stobbart. Ja. Glücklicherweise bin ich erfahren im Überleben in der Wildnis. Außerdem habe ich eine Schwester, die dort direkt um die Ecke eine Tankstelle betreibt. Möge Allah sie führen zu ihren Feinden. Danke. Noch ein letzter Punkt. Was? Was wollen Sie? Er ist tot. Nico sieht verdammt gut aus, sogar in Seilen. Die Schneide der Axt glänzt verführerisch. Ich könnte Eklund in handliche Häppchen zerhacken und ihn an die Wölfe verfüttern. Der Kerl ist ein Profikiller und das Letzte, was er verdient, ist Mitleid. Ich muss zugeben, es tut mir leid, dass es so mit ihm endet. Das ist ein Feuerlöscher. Der Hinterausgang ist versperrt und verschlossen. Der Hinterausgang ist versperrt und... Irgendwo unter dem Haufen zusammengestürzter Kisten ist Eklund. Ich habe nicht vor, ihm daraus zu helfen. Nico sieht verdammt gut aus, sogar in Seilen. Denk gar nicht erst dran, George. Was? Wer? Schau mir direkt in die Augen und dann sag mir, dass du nicht gerade daran gedacht hast, diese Axt bei Eklund anzuwenden. Sei doch nicht so naiv, Frau. Ich wollte sie bei dir anwenden. Nico sieht verdammt gut aus. Ja. Denk gar nicht erst dran. Was? Wer? Sei doch nicht so naiv, Frau. Ich wollte sie... Jetzt mal losmachen hier. Mir fällt keine einzige Möglichkeit ein, wozu ein Feuerlöscher ohne ein prasselndes Feuerchen zu gebrauchen wäre. Dann mach eins. Hey, was glaubst du, wo du hingehst?
Hey, keine Bange, ich hab dich schon nicht vergessen. Binde mich gefälligst auf der Stelle los, George Stobbart. Mache ich, sobald ich bereit bin. Das ist unfair, George. Nein. Du hast es ausgenutzt, dass meine Hände gefesselt waren. Als Eklund die Waffe auf mich gerichtet hatte, dachte ich, ich müsste sterben. Da fielen mir all die Dinge ein, die ich in meinem Leben noch tun wollte. Und dich zu küssen stand ganz oben auf der Liste. George? Ja? George, wir müssen von diesem Zug runter. Eklund kann jederzeit wieder zu sich kommen. Also, worauf warten wir noch? Was machst du? Ich verschwinde. Nicht durch die Türe, willst du so enden wie Flap? Nicht unbedingt. Was von ihm noch übrig ist, dürfte fast schon wieder in London angekommen sein. Ich hoffe, er hatte eine Rückfahrkarte. Da lang? Wo ist der Unterschied? I don't get it. Ich würde mich wohler fühlen, wenn wir eine Pistole oder sowas hätten. Khan hat mir etwas gegeben. Was? Seine Handtasche. Großartig. Wenn wir ein paar Killern begegnen, können wir ihnen damit ordentlich eins draufgeben. Hatte er keine Waffe? Das ist nur die halbe Wahrheit. Diese Tasche ist voller C4. Wow, warum hast du das nicht gleich gesagt? Junge, jetzt werden wir es denen aber zeigen. Was zum Henker ist C4? Plastik, Georges. Wir gehen shopping, bis wir sie fertig gemacht haben? Kein Plastikgeld, Plastiksprengstoff, 2 Kilo davon. Ja. Allerdings ist die Zündkapsel kaputt. Kein Problem, wir kaufen uns irgendwo eine Schachtel Streichhölzer. So funktioniert das nicht. Man benötigt eine kleine Explosion, um die große damit auszulösen. Dann ist das nicht sonderlich hilfreich. Was steht auf dem Schild? Offensichtlich wurde während des englischen Bürgerkrieges in der Mitte des 17. Jahrhunderts dieser Ort als Waffenlager benutzt. Ja? Was ist passiert? Schau dir doch den Zustand dieser Höhle an, George, dann kommst du schon drauf. Ein verirrter Funke? Gut erkannt. Der Turm ist das Einzige, was nach der Explosion übrig blieb. Ich hoffe, die Explosion hat nicht das Schwert von Baphomet zerstört. So? Ich hoffe, es ist zerstört. So, besser? Weil Desktop-Audio einen runter und mich einen rauf. Sie war so schön wie immer, aber die Schatten unter ihren Augen verraten die Anspannung der letzten paar Tage. Man kann sie gerade noch als die Kirche erkennen, die ich als Reflexion in dem Kelch gesehen hatte. Templer, Rundköpfe und Ritter. Dieser Ort hat eine Menge Geschichte erlebt. Ein großer Bogen führt in den Turm. So in der Art? Sie war so schön wie immer, aber die Schatten unter ihren Augen verraten die Anspannung der letzten paar Tage. Man kann sie gerade noch als die Kirche erkennen, die ich als Templer dieser Ort hat. Nein.
Ja, eben. Wenn sich das überschneidet, dann quatscht man eh nur durcheinander. Aber dann Eigenschaften. Nein. Mache ich hier nochmal einen halben drauf. Oder mal einen halben runter. So. Ein Haufen Steine und Schutt, der runtergefallen ist. Ist ja am Laptop alles ein bisschen anders. Und dass der zweite Bildschirm fehlt, nervt. Ich stöbere ein wenig in dem Geröll herum und finde eine alte Tonpfeife mit einem abgebrochenen Mundstück. Also diese Users in Chat-Anzeige ist nicht so top aktuell. Da bist du jetzt nicht drin. Unter einem der Steine liegt eine Metallmünze, die vom Alter schon grün angelaufen ist. Scheint so. Verkrustet mit Dreck und Erde liegt da ein kleines Zahnrad auf einer Achse. Kleines Osterwunder. Meine Aufregung wächst, als ich etwas zwischen meinen Fingern fühle. Es ist kurz, hart, schwarz. Etwas, das ich hier nicht zu finden erwartet hätte. Es ist eine Füllfederhalterkappe aus Kunststoff. Ich finde hier nichts. Naja, immerhin, ne? Schon ganz schön viel Müll eingesammelt. Die Pfeife kann irgendwo zwischen 50 und mehreren 100 Jahren alt sein. Eine schwarze Füllfederhalterkappe aus Plastik. Eine alte Münze. Das Zahnrad gehört zu den Dingen, die ich lieber nicht mit mir herumgeschleppt hätte. Ja, na klar, als ob. Das Rad hat einen gezackten Rand, der beim Drehen in das Zahnrad greift. Scheuerstellen an der Achse hinter dem Rad zeigen, dass hier früher mal ein Seil befestigt war. Ja, das erklärt einiges. Also eigentlich nicht. Nein, nein. Über dem geschnitzten Kreuz steht eine nicht zu entziffernde Inschrift. Soweit ich das erkennen konnte, war da wohl was in Gälisch geschrieben. Das hilft ja keinem. Ich versuche, die Platte zu schieben, bin aber nicht sehr erstaunt, als das nicht funktioniert. Sie war so schön wie immer. Das wissen wir ja. Der steinerne Dämon grinst mit einem erschreckend lebendigen Gesichtsausdruck. Es ist so realistisch, dass ich mir gut vorstellen kann, dass der Bildhauer es nach einem lebendigen Modell gehauen hat. Oh. Nico? Ja, guck dir den Müll an. Das da. Hast du einen Vorschlag, was ich mit diesem Zahnrad machen könnte? Nun ja. Nein? Schau mal, ich habe eine alte Münze gefunden. Glaubst du, die ist was wert? George, konzentrier dich doch bitte auf unsere momentanen Probleme. Sieh mal, was unter diesem Schutt begraben war. Das ist die Plastikkappe eines Stiftes. Ja, erstaunlich, nicht wahr? So etwas Alltägliches in einem Ort wie diesem zu finden. Unglaublich. Lass es mich wissen, wenn du Büroklammern findest. Das wäre ja wohl voll der Hammer. Büroklammern. Nico, ich habe eine alte Tonpfeife gefunden. George, das ist mir egal. Was tust du da? Ich merke mir diese Inschrift. Kannst du sie denn lesen? Nö. Warum studierst du dann eine Inschrift, wenn du sie nicht mal verstehst? Weil sie noch wichtig sein könnte. Eine Spur zu dem, was wir suchen, wer weiß. Vielleicht finde ich in Stirling jemanden, der das übersetzen kann. Wir haben keine Zeit, nach einem Linguisten zu suchen. Nein? Wenigstens mache ich etwas Positives. Hey. In welcher Sprache ist die Inschrift? Du bist der Sprachenstudent, sag du es mir. Sieht aus wie Altnordisch, vielleicht. Vielleicht ist das eine Geheimsprache. Das glaube ich nicht. Altnordische Geheimsprache? Sprachenstudent Typ Dings? Ja, wir haben Jura studiert. Wir können Latein, ja, okay. Bei genauerer Untersuchung kommt mir an diesem Gesicht etwas komisch vor. Es ist eine geschickte Illusion. Egal wo ich stehe, die Augen scheinen mich niemals anzusehen.
Der Grund ist einfach. Der Dämon hat gar keine Augen. Okay. Meine Finger gleiten über den kalten Stein, als ich die Augenlöcher abtaste. Darunter bildet der Mund ein weiteres Loch, aber da werde ich meine Finger bestimmt nicht reinstecken. Da mal reinstecken. Oder überhaupt mal, ne? Bitte. Das Rad gleitet leicht in die Augenhöhle. Cool. Gar nicht so schlimm. Bis gleich. Das Rad hat einen gezackten Rand, der beim Drehen in das Zahnrad greift. Scheuerstellen an der Achse hinter dem... Ja, ja, kurbel mal. Das Rad dreht sich widerstrebend mit einem protestierenden Knarren. Es gibt keine erkennbare Art, wie man das Rad aus dem Gehäuse bekommen könnte. Hä? Das Rad dreht sich ganz leicht, aber nichts passiert. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Das Rad dreht sich ganz... Okay. Ja, 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 ja. Das Rad dreht... Gut, gut. Habe ich was vergessen? Kannst du was treiben, Lena? Wir gehen hier auf keinen Fall weg, bevor wir das Rätsel gelöst haben. Okay. Ich schätze, Schottland hat mit Burke und Hare genug Ärger. Ohne dass ich mich auch noch als Grabräuber versuche. Mit wem und was? Ich schätze Schottland, ohne dass ich mich auch noch... Eine Menge Gräber, einige reichten sogar bis in die viktorianische Zeit zurück. Es sieht so aus, als benutzten die Einheimischen den Ort immer noch als Friedhof. Noch lange nach der Zerstörung der Kirche. Irgendwo musste er verbuddeln, ne? Ein bisschen scheiße wie in New York gerade. Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ich versuche die Platte zu schieben, bin aber nicht sehr erstaunt, als das nicht funktioniert. Ja, ich hatte ja gedacht an dieser Kurbel kurbeln. Das Rad dreht sich widerstrebend. Es gibt keine Erkenntnis. Nico? Mhm. Nico? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Und du? Nein. Doch. Schau mal, ich habe eine alte Münze gefunden. Glaubst du, die ist was wert? George, konzentrier dich doch bitte auf unsere momentanen Probleme. Ja, ja. Würde ich ja, aber ich stehe auf dem Schlauch. Sieh mal, was unter diesem Schutt begraben war. Das ist die Plastikkappe eines Stiftes. Ja, erstaunlich, nicht wahr? So etwas Alltägliches in einem Ort wie diesem zu finden. Mhm.
Unglaublich. Lass es mich wissen, wenn du Büroklammern findest. Nico, ich habe eine alte Tonpfeife gefunden. George, das ist mir egal. Mann. Mit einem eingesetzten Auge sah der Dämon noch beängstigender aus als zuvor. Ja. Das ist keine gute Idee. Aber es ist eine Idee. Nein. Okay. Gut. Mit der Tonpfeife im Mund sieht er glücklich aus. Häuslich, wie der Großvater von irgendwem. Was? Was tust du da, George? Ich habe mich gefragt, ob im Mund des Dämonen ein geheimer Mechanismus steckt. Vielleicht solltest du etwas mehr Respekt davor haben. Vor einem mythischen mittelalterlichen Dämonen? Nun mach mal halblang. Okay, mach ruhig so weiter. Spiel mit Mächten rum, von denen du nichts verstehst. Zieh dir den Zorn des Dämonen zu und verbrenne in der Hölle. Und frag mich doch mal, wie egal mir das ist. Wow. Der Griff lässt sich leicht drehen. Das große Rad beginnt sich zu bewegen. Ach, gucke an. Ups. Verdammt! Der Griff ist abgebrochen. War ja klar. Der Griff des Aufziehmechanismus im Kirchturm. An seiner Basis befindet sich ein Zahnrad. Ach, gucke. Das passt gut zu diesem Zahnrad. Das Rad dreht sich ganz leicht. Hä? Ich versuche, die Platte zu Ja. Wofür habe ich denn jetzt gekurbelt? Ach so. Ach, Gottchen. Ja. Wir haben es ja kaputt gemacht, dann nehmen wir es auch mit. Ohne den Griff war es leicht, das Zahnrad samt Achse zu entfernen. Jetzt. Dahin. Mit dem Kratzen von Metall auf Stein stecke ich das zweite Auge an seinen Platz. Jetzt drehen wir am Rad. Ich schiebe den Griff in den Mund des Dämonen. Die Zahnräder greifen alle ineinander. Yes. Ich versuche, die Zahnräder zu drehen, aber sie bewegen sich nicht. Ich brauche ein mechanisches Hilfsmittel. Ja, eine Kurbel. Kann man nochmal kurbeln? Nico? Aha. Kein Kommentar dazu, dass ich diese geile Tür aufgemacht habe? Vielleicht doch nicht. Den rein da. Beim Anblick der flackernden Fackeln wird mir klar, dass die falschen Templer das Schwert vor uns gefunden haben. Aber wo sind sie jetzt und warum ist es hier so still? Ach Quatsch. Irgendwelche Abenteuerspiele was gelehrt haben, dann das Fackeln einfach immer brennen. Man macht irgendwo ein Grab auf, Fackel brennt schon. Was noch? Das Schwarzpulver, das aus den Fässern quillt, erinnert mich an die Piratengeschichten, die ich als Kind so geliebt habe. Es ist Schwarzpulver. Es ist definitiv Schwarzpulver, auch wenn es in den Jahrhunderten, die es hier gelegen hat, fest zusammengebacken ist. Die Fackel brennt mit einem kränklichen, fahlen Schein und sie stinkt nach Feuer und Schwefel. Fackel, ne? Schießpulver. Ne? Nico? Aha. Sieht so aus, als wären die Templer vor uns da gewesen.
Vielleicht sind wir noch nicht zu spät dran. Es gibt noch eine Chance. Ich wünschte, ich hätte deinen Optimismus. Das wünschte ich auch, George. Manchmal bist du so negativ. Ey. Hör mal, ich kann definitiv sowas wie Gesänge hören. Stimmt, jetzt höre ich es auch. Glaubst du, was tun die da? Es würde mich nicht überraschen, wenn die so eine Art satanisches Sexritual abhielten. Hey, worauf warten wir dann noch? Jetzt schau dir das bloß an. Baphomet. Lobineau hatte recht. Dieser Ort war sogar für die Tempelritter schon uralt. Dieser ganze Ort? Das ist Baphomet. Endlich die Wahrheit. Die Templer hatten nie dieses Abbild verehrt, wie sie auch nie einen Regenbogen verehren würden. Aber ebenso wie den Regenbogen betrachteten sie es als ein Sinnbild ihres Bundes mit Gott, der ihnen diesen Ort offenbart hatte. Rousseau, Sie elender, verräterischer... Ganz im Gegenteil. Inspektor Rousseau hat sich als Muster an Gehorsam erwiesen. Eine wichtige Eigenschaft für einen echten Tempelritter. Nun seid still und schaut zu, wenn euch am Leben zu bleiben genehm ist. Ja. Brüder und Schwestern, wir sind heute hier versammelt, um Zeuge zu werden, wie das Schwert, das zerbrochen war, neu geschmiedet wird. Hier vor Gottes Wache. Baphomet. Großmeister und Ritter von Baphomet, wir grüßen dich und geloben dir unseren Gehorsam. Ich grüße euch, Torwächter des Tempels. War der schon vorher da? Vor 7 Jahrhunderten ging unsere stärkste Waffe verloren. Das Schwert von Baphomet. Nun bereiten wir uns darauf vor, es neu zu schmieden, um es erneut singen zu lassen, wider unsere Feinde. Wenn das müde Jahrtausend stirbt und diese Welt nach neuen Anführern sucht, werden wir sie nicht im Stich lassen. Wir werden die Völker in eine neue Ordnung führen, in der alle Grenzen sich auflösen. Alle werden vereint sein unter dem roten Malteserkreuz der Templer. George, mit Respekt haben wir Ihre Anstrengungen verfolgt, uns aufzuhalten. Aber Sie sehen doch jetzt sicher ein, dass Sie von unseren Feinden in die Irre geführt worden sind, oder? Wir wollen beide eine bessere Welt. Zum Glück ist ja noch nichts Schlimmes passiert.
Wir können entschlossene, einfallsreiche Männer wie Sie brauchen. Werden Sie einer von uns, George? Treten Sie uns in wahrer Bruderschaft bei. Klar, wahre was? Brüder? So wie Marquet? So wie Pegram und Klausner? Die haben Sie nicht als Brüder betrachtet, sondern als Versager. Drei Männer sind tot und Ihnen ist das scheißegal. George, Sie wissen doch, dass Opfer nötig sind. Jedes große Unterfangen. Einer von Ihnen werden? Fahren Sie zur Hölle. Ach, George, ich hatte so große Pläne mit Ihnen. Schellagerre, Eklund, töten Sie ihn. Ich schwöre es. Ich wollte nur, dass alles in Ordnung kommt. Schnappt sie euch! Tötet sie! Sie werden uns nicht entkommen! So, so. Na, wenn das nicht der große Detektiv und seine bezaubernde Assistentin sind. Es wird mir ein Vergnügen sein, ein so nettes Pärchen umzubringen. George, was sollen wir tun? Hier ist Speichern. Okay, okay, lass mich nachdenken. George! Bleibt bloß von mir weg! So ergeht es allen Feinden des neuen Templerordens. Da wurde schon wieder nichts mehr. Ist aber vor Ort. Okay, okay, lass mich nach. Nein, ich. Entschuldigung, nein. Verklickt. Ja, George! Ist okay. Ja, bleibt bloß! Ja. So! Ja. Ja. Nein. Das da. Okay, okay, lass mich nachdenken. Wieso nachdenken? Schwarzpulver. Ist doch nicht wahr. George! Ich weiß, was ich machen muss, aber ich weiß nicht mehr, was ich dafür anklicken muss. Bleibt bloß von mir weg! So ergeht es allen Feinden des neuen Templer. Komm schon, Nico, wir hauen ab. Ihr Narren, ihr könnt uns nicht entkommen. Guido, halt sie auf. Aber Meister, das Pulver. Das Pulver stammt noch aus dem Bürgerkrieg. Und zwar aus dem Englischen, du Idiot. Es ist über 300 Jahre alt. Was glaubst du, wie explosiv das noch ist? Ich dachte gerade, jetzt sei alles vorbei, aber Nico hat noch ein Ass im Ärmel. Oder genau gesagt, in ihrer Handtasche. Eine Handtasche voller Plastiksprengstoff. Kann sein, aber dieses Zeug hier ist noch ganz frisch. Oh, Himmel! Weißt du, jetzt kannst du deine Geschichte nie fertig schreiben. Ist mir egal. Ich habe schon, was ich wollte. Hä?
Sag mir nur eins, George. Wird unser gemeinsames Leben immer so verrückt sein? Das ist eine Geschichte. Das war's.